Willkommen zurück zu einer neuen spektakulären Folge Mittelalter Babymach-Simulator. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Heute werden wir Baumstümpfe weghacken. Nein, das werden wir nicht tun, sondern Operation Baby steht ganz weit oben auf der To-Do-Liste. Und die Leute haben geschrieben, hey Kies, du musst einfach nur hier mit der Axt auf den Baumstumpf schlagen. Irgendwie passiert ja gar nichts. Ich habe das schon probiert, ja. Ich bin ja nicht dämlich. Jetzt, Achtung, Wutz. Ich weiß auch nicht. Also ich würde mal behaupten, das funktioniert so nicht. Andere Leute behaupten andere Dinge. Eins weiß ich garantiert, wenn ihr mehr sehen wollt von diesem Spiel hier, von diesem Projekt hier, es dauert doch nur eine Sekunde. Einfach nur eine Bewertung dalassen. Easy, oder? Super easy. So, damit meine holde Maid, denn in der letzten Folge habe ich es geschafft, ich habe mir eine Frau organisiert im Bauhaus, ja, genau da. Damit die hier auch sich glücklich fühlt, brauchen wir ein Lager für Essen. Ein Holzschuppen. Überleben. Ah, hier ist es auch nicht dabei. Wo ist das denn? Häuser? Nee, hier sind Häuser drin. Crafting. Speicher. Speicher. Ein Ressourcenlager. Ah, hier. Hier oben. Okay. Ein Lebensmittellager. Das benötigen wir, um eben unsere Dorfgemeinde, und meine Frau gehört eben zur Dorfgemeinde dazu, um die zu versorgen, brauchen wir ein Lebensmittellager. Ganz, ganz wichtig, bauen wir hier drüben hin. Wir sollten uns beeilen, denn ihre Stimmung ist nicht gut. Und ich will nicht haben, dass meine Frau sagt, ey, Kies, ja. Nun, wir sind erst 2 Tage zusammen, aber ich will die Scheidung und die Hälfte deines Geldes. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Und deswegen knechten wir jetzt hier. So, Holz, Holz, noch mehr Holz. Wie viel habe ich denn jetzt? 5. Wir müssen irgendwas weglegen. Beeilen wir uns lieber mal. Und ich will eigentlich auch noch hier mit dem Kollegen reden. What? Auf einmal fange ich an zu fliegen. Was ist denn da los? Wie hoch kann ich auf einmal springen? Alles klar. I am Superman. Okay, die hauen wir mal rüber. So, bitteschön. Und ja, Fleisch. Oh Gott, habe ich viel Fleisch. Alles mal rüber. So. Die hier auch. Leder, Pelz. Hau raus. Hau raus, mein Freund. Alter, was ist das hier? Schaut euch das mal an. Ich kann aus irgendeinem Grund total abgehen. Wuhuhu. Ich bin der Spider-Man im Mittelalter. Ich habe keine Ahnung, warum ich auf einmal so springen kann, aber es geht. Ich bin jung, ich bin fit. Ich kann springen wie ein Kaninchen. Hui. Nee, keine Ahnung, warum. Normalerweise war das Springen eigentlich eher immer sehr, nun, erbärmlich, könnte man sagen. Und jetzt auf einmal kann ich hier springen wie so ein Karnickel. So, damit haben wir genug. Krass. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. So, Landwirtschaft. Oh, ein Hühnerstall hätte ich auch ultra Bock drauf. Oh, das wird noch ewig dauern. Hühner wird noch ewig dauern. Wo war es denn jetzt hier? Speicher. Speicher. Wo ist denn hier der Eingang? Auf der Seite hier? Ich glaube schon. Wollen wir es so haben oder drehen wir es lieber? Moment. So rum. Und machen es halt hier so hin. Für die Dorfgemeinde. Moment. Ich glaube so. Muss ich mal von vorne sehen. Lieber mal von vorne gucken. Achtung, hier will ich ihn hinhaben. Dann habe ich hier noch so ein bisschen Platz. Dann sieht das auch nicht alles so eingeengt aus. So, wo ist der Eingang? Wo ist die Tür? Hier drüben. Dann machen wir das Ganze so. Perfekt. Kann man hier so schön rein. Gut, Hammer. Stöcke habe ich auf jeden Fall viele. Aber wir brauchen halt wieder super viel Holz. Und Stroh. Oh nein, Stroh brauchen wir auch noch. Ich habe zwar noch ein bisschen Stroh dabei, aber das ist definitiv nicht genug. So, hier noch ein bisschen drauf. Wams. So, haben wir schon mal hier die Front. Oh, hier gibt es wieder Essen. Kaninchen. Yummy, yummy. Lecker Kaninchen.
Aber wie gesagt, ich habe super viel Fleisch. Ich werde das alles zu Suppe umwandeln. Und dann eben damit meine Frau und meinen zukünftigen Sohn speisen. Federn. Vom Bogen bin ich auch noch ewig entfernt. Es dauert halt alles so ewig lang hier. Jeder Schritt. Ich habe auch keine Ahnung, wo sich meine Alte rumtreibt. Weib, wo bist du? Ich weiß es nicht. Ich bin ganz, ganz mieser Ehemann. Ich weiß nicht, wo meine Frau ist. So, hier kann man so rein. Rundholz. Wie jetzt? Rundholz ist schon wieder leer? Okay, ich verbrauche die Dinger aber echt sauschnell. So. Was brauchen wir hier? Rundholz. Hier geht noch ein bisschen was mit Stock. Und dann fehlt noch das Dach. Bis dahin ist meine Olle wahrscheinlich verhungert. Ja, so wird das nix mit Operation Baby. Operation Storch. Haben wir hier noch ein Stöckli mit. Steinis. Bald habe ich auch hier alles weggeschlagen an Holz. Eigentlich bräuchte ich jetzt wahrscheinlich nochmal zwei Bäume. Ich glaube, mit zwei Bäumen bin ich gut bedient. So. Oh, ich bin voll drin im Baum. Oh nein, meine Axt ist auch wieder beinahe Schrott. Okay, der hat gut gegeben. Oh, der hat richtig gut gegeben. Sehr gut. Stöcker und Zweiger, das nimmt kein Ende. Einmal Rundholz, hier mal Rundholz, da mal Rundholz und hier noch eins hin. Und ich brauche noch mehr. Ich sag ja, mindestens zwei Bäume hier noch. So, haben wir den auch mal weg. Mal geht's super gut und dann dauert es irgendwie wieder ewig lang. Da soll einer mal draus schlau werden und da ist sie kaputt. Naja, ist nicht so schlimm. Gibt ja auch alles wieder Skillpunkte. Ich muss sagen, ich finde es eh krass, dass dieses Spiel so unglaublich beliebt und erfolgreich ist. Ich meine, ich finde es gut. Ist ein tolles Spiel. Spiel's gerne. Aber hätte nicht gedacht, dass das Spiel so abgehen wird. Dass das so viele Anhänger hat. So viele Fans. So, hier nochmal mitnehmen. Da nochmal mitnehmen. Okidoki. Und dann können wir hier reinflitzen und schnell alles zusammenbauen. Oder auch nicht. Die Dinger kosten nämlich richtig viel. Na, Mist, hier oben auch wieder alles mit Holz. Oh, wir bauen ja noch richtig viel Zeug. Okay, die benötigen nochmal 8 Stroh. Hier noch Rundholz, aber wir haben hier noch 2 Dächer. Ich hätte nicht gedacht, dass der Speicher hier so teuer wird. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch Stroh. Verdammt, Leute! Ich bin leicht überrascht und schockiert. Gibt es hier irgendwo noch Stroh oder nur an unserem Strohplatz? Wahrscheinlich wirklich nur an unserem Strohplatz. Nein, 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 nicht in die Richtung. Ja, ja, nicht ins Wasser fallen. Nicht ins Wasser fallen. Bam. Das Problem ist halt, wir müssen immer direkt zurück. Weil... Wir holzen hier den ganzen Wald weg. Weil wir halt auch nicht so viel tragen können, ne? Das ist immer so ein bisschen das Problem hier. Baum fällt! Und, hab ich dich? Komm schon. Meine Frau verhungert. Danke. Und es gibt nichts Schlimmeres als eine hungrige Frau. Wirklich. Eine hungrige Frau ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Alter, wie viel? Uff. Ey, dieser Speicher. Ich werd bekloppt. Männer, ihr wisst, was ich meine, oder? Eine hungrige Frau? Ganz schlimm. Eine Frau, die Hunger hat. Uff. Unerträglich. Randvoll mit Hormonen. Jetzt bin ich wieder der Sexist und das Schwein. Ich sehe schon wieder die Kommentare. Sexistisches Schwein!
Wir Frauen, wir sind gar nicht so, wie du uns darstellst. Das ist so. Eine Frau, die Hunger hat und einen schlechten Tag hat. Tödliche Kombination. Frauen kann man auch am besten irgendwie wieder positiv stimmen, indem man sagt, guck mal hier, ich habe dir Essen mitgebracht. Schon ist die Welt in Ordnung. Vergiss Blumen oder irgendwelchen Schnickschnack und Kitsch. Juckt keine Frau. Ja, vielleicht ein bisschen Blumen. Essen, das ist die wahre Antwort. Bring einfach Essen mit. Hast Scheiße gebaut, bring Essen mit. Dann ist sie so vollgestopft mit Essen, dass sie sagt, naja, bist ja doch nicht so schlimm. So. Der Speicher. Eine Mammutaufgabe. Eine verdammte Mammutaufgabe. Wir gehen mal hier ganz kurz zu Management. Kein Essen. 30. Oh Gott, ich dreh durch. Ich dreh durch. Ich muss das Ding fertig kriegen. Ich sag ja. Ich könnte fremd gehen. Würde sie sagen, na gut, ich verzeih dir, Baby. Aber kein Essen? Tot. Ich eile, meine Holde. Ich eile. Damit du Nahrung hast. Okay, Stroh, Stroh, Stroh. Und dann nochmal ein bisschen hacken gehen. Dann gibt's Essen, meine Süße. Dann wirst du versorgt. Und dann können wir über das Baby reden. Denn ich will ja haben, dass mein Sprössling auch alles hat. Die Mutter muss gut versorgt sein, damit mein Kind gut versorgt ist. Ich bin der Versorger, ich bin der Ernährer. Lass mir hier den Baum noch weghacken. Den kleinen dünnen hier drüben. Komm. Schneller, schneller, schneller. Ich will nicht haben, dass die mich verlässt. Es war so viel Arbeit, die zu erobern. Wenn ich jetzt verliere... Oh, die geben richtig gut. Krass. Ich habe Hunger, ich habe Durst. Aber ich werde alles ignorieren. Für meine Holde. Der Speicher muss fertig gebaut werden. Ich habe jetzt schon so ein richtiges Dorf, ne? Jetzt, wo ich das mal so ein bisschen von außen sehe. Okay, wir haben es fast geschafft. Nicht mehr viel. Nein! Oh Gott, mein Hammer. All diese Qualen, die ich durchleiden muss. Dann hau ich dir direkt Suppe rein. Okay, was fehlt jetzt noch? Hier 4 Stück. Ein Baum. Ah, eher 2, weil die ja 3 geben. Bams, Bams. Beeilung, schneller. Kommt drauf an, einige Bäume geben auch 4. Aber der gibt, glaube ich, nur 3. Jetzt mach doch! Warum? Spiel, warum? Alter, ich krieg die Krise. Ja, ja. Wie jetzt nur 2? Komm, 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 komm. Weitermachen, weitermachen. Die Bärenmama. Oh nein! Wahrscheinlich habe ich jetzt Pech. Es reicht, es reicht. Und dann schnell Essen reinwerfen. Ja. Okay, 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 okay. Wo war Essen? So. Nimm das alles mit. Es reicht erstmal. Suppen. Es gibt Suppen, Darling. Und rein, und rein, und rein, und rein. Haben die jetzt Essen? Normalerweise müssten die jetzt direkt Essen haben. Ich mach gleich noch mehr Suppen, Babe. Okay, das Fleisch verwerten. So, schauen wir rein. Management. Boah, kein Holz. Holz brauchst du auch noch. Ja, Mai, wir haben kein Holz. Hey, die verlässt mich. Die ist weg. Kann ich irgendwas machen, um sie zu halten? Vielleicht mit einer Keule über den Kopf irgendwie oder so. Was brauchst du? Rundholz oder Feuerholz? Ich hol jetzt mal hier ein bisschen Rundholz ins Lager. Ist ja hochkomplex, ein Eheweib. So.
I. Management. Kein Holz. Vielleicht ganz kurz warten. Vielleicht. Keine Ahnung. Ist hier so drin? Machen wir hier mal rein. Okay, haben wir jetzt Holz? Vielleicht brauchen wir Feuerholz. Ich habe keine Ahnung. Ich hau mal hier was weg und. Wo muss das Feuerholz halt rein? Oh, da hinten ist noch ein gefällter Baum. Ich meine, da ist jetzt definitiv Holz drin. Essen hat ja funktioniert. So, warte. Komm schon. Okay. Ich weiß, dass ich irgendwie Feuerholz machen kann. Brennholz. Ich mach mal ein bisschen Brennholz und leg's mal verteilt hier rein. So. Ich mach einfach mal hier drüben ein bisschen Brennholz rein. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Sie hat auch schon Essen rausgenommen. So, schauen wir mal jetzt hier mal ein bisschen Brennholz rein. Ich meine, das hier ist ja ein Holzlager. Vielleicht ins Ressourcenlager. Habe ich ein Ressourcenlager? Ich weiß es gar nicht. Mache ich hier mal ein bisschen Brennholz rein. So. Das kannst du mal mitnehmen. Musst du hier nicht rein. So. Management. Kein Holz. Und sie wird immer angepisster. Ja. Wo muss das Holz denn hin, Süße? Leder, Pelz. So. Vielleicht hier hin? Ich weiß nicht mal, wo sie ist. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. So, hier, zack. Zack. Da mache ich hier mal ein bisschen Holz rein. So, zwei. Management, 23, kein Holz. Kein Holz. Kein Holz. Sie ist irgendwo da oben. Sie hat sich auf jeden Fall schon mal Essen geholt. Wir haben kein Ressourcenlager, oder? Kann man irgendwie im Management auch sehen, was man so alles hat? Das konnte man doch auch irgendwie sehen. Wartet mal, Karte. So. Was haben wir hier? Wir haben einmal einen Speicher. Ressourcen. Ich leg mal in den Speicher. Habe ich einen Speicher Holz reingelegt? Ja, habe ich. Das ist die Jagdhütte hier drüben. Speicher. Ein Ressourcenlager. Das könnte sein, dass uns das Ressourcenlager fehlt. Ja, dieses. Oh Gott, nein, das haben wir nicht. Wir haben das nicht. Wir haben nur das hier. Wir haben nur das hier. Okay, wisst ihr was? Ich mache hier ganz kleinen Cut. Weil ich werde das nochmal laden und alles ein bisschen umbauen. Schneller bauen, schneller machen. Panik, Terror, aber wir sehen uns gleich. Boah, Leute, das war eine Nummer. Das war eine Nummer. Also, ja, ich bin relativ durch mit den Nerven. Hier drüben ist jetzt hier mein Lager für eben Ressourcen. Und hier sieht man es. 41, nicht glücklich, aber hey, in Ordnung. Sie verlässt mich nicht. Sie gibt mir noch eine Chance. Sie hat gesagt, wenn ich es jetzt nicht versauere, dann haben wir möglicherweise eine gemeinsame Zukunft. Aber trotzdem, es sieht alles sehr, sehr kritisch aus. Ach, guck mal hier. Den Kohl kann man mehrfach ernten. Oh, das ist nice. Das ist ja richtig nice. Aber im Winter ist der weg, ne? Also kann ich mir nicht vorstellen, dass der jetzt nochmal kommt. Im Herbst möglicherweise, aber im Winter Kohl. Obwohl, kommt drauf an. Na, wir werden sehen. Noch ist er drin, noch können wir ihn mitnehmen. Jetzt müssen wir erstmal ganz viel Essen machen, auch für mich. So, gehen wir mal hier drüben rein. Nicht zum Kessel, ich raus. Danke. Danke. Schade, dass man nicht Dinge einfach so vor sich hin blubbern lassen kann. Weil ich muss jetzt halt hier rumstehen und kochen. Ah, machen wir direkt alle. Und weg damit. Ja, ist halt ein bisschen doof, dass man hier rumstehen muss. Jetzt muss man hier halt alles zubereiten, vor sich hin köcheln.
Aber die Leute brauchen Essen. Naja, die Leute, wir sind zu zweit. Ich hoffe mal, dass wir demnächst auch einen Arbeiter bekommen. Ein Jäger wäre ganz gut. Hätten wir immer schön frisches Essen, frisches Fleisch. Ein Hühnerstall. Jetzt, wo ich hier nochmal schön abgeerntet habe und ein bisschen hier koche, werden wir einen Hühnerstall bauen. Und uns dann ein Huhn kaufen. Und dann hoffen, dass dieses Huhn den Winter überlebt. Und natürlich werden wir mit meiner Frau reden. Ich hoffe, sie sagt ja. Ich hoffe, sie sagt okay. Kies, machen wir ein kleines Baby. Einen kleinen Boris. Ich habe ein gutes Gefühl. Boah, Suppe machen dauert wirklich ewig. Ja, wir machen eine kleine Suppe. Die wird das ganze Dorf ernähren. Denn wir sind ja nur zu zweit. Und bald hoffentlich zu dritt. Es dauert 9 Monate. Also, wenn wir jetzt loslegen mit dem Baby machen, dann haben wir den Winter, den Frühling, den Sommer und dann entweder im Sommer noch oder im Herbst kommt dann der Sohnemann zur Welt an Halloween. An Halloween kommt der kleine Jason. Das wäre eigentlich ganz gut. Naja, vielleicht wird es ja auch eine Tochter. Ich meine, habe ich eine Garantie, dass ich einen Sohn bekomme? Und ab 3 Jahren darf es dann arbeiten gehen. Wenn das Kind 3 ist, sage ich, hey, du bist jetzt 3. Da drüben ist ein Feld. Du hast gesunde Hände. Geh arbeiten. Du hast Hunger. Geh arbeiten. Mann, ist das viel Kohlsuppe. Aber gleich haben wir es geschafft. Dann bunkern wir die hier. Keine Sorge, ich habe schon Kohlsuppe in den Speicher gepackt, also niemand wird verhungern. Aber lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Außerdem muss es ja irgendwann mal auch alles verwertet werden. Wir haben so viel Zeug. Das Zeug muss raus. Yes. Neues Level. Der Suppenmann. 28 mal Suppe. Übel. What? Ach, jetzt sind wir voll. Boah, ich habe so viel Suppe hergestellt. Aber hier drüben müsste eigentlich auch. Warte mal. Federn bitte nehmen. Leder bitte nehmen. Pelz bitte nehmen. Kohlsamen. Nee, den Speer können wir auch mal mitnehmen. Und dann hau mal hier. Wir haben noch einiges an Kohl. Geht noch ein bisschen Kohl rein. Ein Kohl. Wahnsinn. So, und dann haue ich hier drüben noch ein bisschen was rein. Ne, der Kohl nicht. Aber das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Und das hier. Und dann kommt hier noch ein bisschen was rein. Schwupps. Ah, hier haben wir jede Menge Kohl drin. Hauen wir den Kohl rein. Bei der Suppe machen wir hier mal 10 Stück rein, weil ich habe echt gut Suppe. Ich habe echt verdammt gut Suppe. Gut. Hühnerstall. Einen Hühnerstall. Wo baut man den? Wahrscheinlich hier. 6 Holz. Ich will ein Hühnchen. Ich will Eier. Ich will frische Eier. Wams oder auch nicht. Ach komm. Bin schon wieder komplett am Ende. 1, 2, 3, 4. Hau die hier weg. Von meinem schneller Holzhacken-Skill merke ich irgendwie auch nichts. So, 1, 2. Jetzt müssten wir eigentlich genug haben für den Hühnerstall. Wo baue ich den denn hin? Oh, guck mal, der ist gar nicht mal so groß. Vielleicht hier beim Lager? Hier vorne? Geht das? Eben gerade ging es irgendwie noch ganz kurz. Aber hier ist die Leiter, wo sie hochgehen. Eben gerade konnte ich den. Ah, hier. Schwupps.
Stöcklis. Das bauen wir hier auch Stöcklis. Fürs Dach brauchen wir wahrscheinlich Stroh. Natürlich. Dauert trotzdem irgendwie eine halbe Ewigkeit, so ein Hühnerstall. So, hier noch ein bisschen aufräumen. So, gib mir mal hier jede Menge Holz. Oh, gibt's nicht. Oh, ich habe keinen Stein. Kann ich auch noch einen Stein suchen gehen. Brauche ich da einen oder wie viele Steine braucht man denn? Zwei. Zwei Steine. Und 10 Stock. Geil, Mann. Kann man die hier nicht ernten? Hier. So, habe ich jetzt genug? Ja. Also heute haben wir wirklich viel geschuftet, Leute. Keiner kann sagen, wir waren faul. Keiner. So, ich habe alles dabei, oder? Ich bräuchte halt viel mehr Stock. Federn. Hier nochmal hin. So. Das hier muss ich mir unbedingt warm halten. Weil ich habe immer noch nicht Erde gebuddelt. Ton. Lehm. Immer noch nicht zugekommen. So, hier. Dann natürlich hier oben noch. Es fehlt mir wieder Holz. Und jede Menge Stroh. Warte mal, was habe ich denn hier noch alles drin? Hier habe ich ein bisschen Stroh. Gib mir mal 20. 3. Ich habe keine Ahnung, für was meine Frau auch Holz benötigt. Ich weiß es nicht. So. So. Und hier drüben. Ah, Mann, hier fehlt ja noch was. Ugh, ätzend. Ätzend. Also nochmal ein Holz. Her damit. Ein Holz. Und dann brauche ich noch einen Huhn. Beruhig dich, mein Freund. Ich habe einen Hühnerstall. Yay! So, ich brauche Essen für die Hühner natürlich. Gut, Hühner gab es, soweit ich weiß, nicht hier bei mir unten, sondern oben im Dorf meiner Frau. Und die werden wir auch besuchen. Weil, keine Ahnung, die treibt sich irgendwo da oben rum. Weiß der Geier warum. Anstelle mal hier unten bei ihrem Mann zu sein, wo sie hingehört, nö. Wird oben irgendwo im Dorf rumgelungert. Baby, der Winter kommt. Ich werde das Chicken Nugget erfinden. Im Mittelalter. Und da werde ich reich. Und dann werde ich nicht nur eine Frau haben, sondern 10. So, sie ist bei 54 und immer noch unzufrieden. Wo ist sie jetzt? Frau? Moment. Management? Frau? Irgendwo da oben. Immer noch unzufrieden, obwohl sie über die Hälfte glücklich ist. Knofensa? Knofensa, Babe. Du bist Ida. Du bist auch nicht Knofensa. Was machst du hier? Ich habe eine Arbeit für dich. Nein, kannst du mir bei etwas helfen, das mir am Herzen liegt? Kannst du meine Wunden heilen? Ich glaube, wir sind bereit für ein Kind. Das empfinde ich auch so. Ja gut, dann... Wie machen wir es? Und jetzt, wie machen wir ein Kind? Ich finde... War das jetzt Liebe machen?
Knuffenser? Haben wir Liebe gemacht hier im Busch? Keine Ahnung. Management ist jetzt schwanger? Sieht man da irgendwas? Ich weiß es nicht. Das war die schnellste Nummer aller Zeiten. Al Bundy wäre stolz auf mich. Ich will einen Huhn. Was? Okay. Ja, aber wie erwerbe ich jetzt dieses Huhn? Kaufen. Hühnerstall. Brauche ich dafür einen Arbeiter? Jetzt sag bloß, ich kann einen Huhn noch gar nicht haben, weil ich dafür erst einen... Inga, willst du für mich arbeiten? Ach Mann, Inga, du bist aber auch echt... Weißt du? Bist echt eine Doofe. Dir will ich nichts zu tun haben. Okay, der Hühnerstall war irgendwie völlig unnötig, weil wir anscheinend einen Arbeiter benötigen, um den Stall zu versorgen. Ich dachte, ich könnte das selbst machen. Weißt du, immer ab und zu ein bisschen Futter rein. Wo kriege ich denn jetzt noch einen Arbeiter her? Ich hatte einen irgendwie schon auf einem guten Weg. Ich hatte einen auf einem sehr, sehr guten Weg. Ist meine Frau jetzt schwanger? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Wir gehen mal rüber zu Unigost und gucken mal, ob wir jetzt endlich mit dem reden können. Und dann, glaube ich, können wir uns auch schon hinlegen. Und dann ist die Folge eigentlich auch schon wieder rum. Ich meine, das ist jetzt schon mittlerweile ein richtiges Dörfchen. Für einen Arbeiter benötigen wir ein weiteres Haus. Ich glaube, das können wir auch noch machen. Obwohl, Management. Gebäudemaximum ist erreicht. Da müssen wir mal rumexperimentieren, wie wir das machen. Wir müssen halt auch mehr Missionen machen, mehr Quest. Alles klar, du hast aber auch echt ein Talent, mein Freund. Na, Olga. Du kleiner Scheißhaufen. So, bist du hier drin? Willst du mit mir reden? Nun, sie sind jetzt vorbereitet und sicher. Vermutlich eine einfache Holzpalisade. Ja, und ich denke, Dagobert ist ein Mann, der keine Angst vor Wölfen hat. Okay. Jetzt warte auf weitere Ereignisse. Ja, gut. Irgendjemand ist noch hier, mit dem ich kommunizieren kann. Und zwar mit dem hier. Ey, Kumpel, hast du Bock für mich zu arbeiten? Was hat der denn so für Waren? Tierfutter hat der. Ah. Mal ein bisschen das Wetter loben, das geht immer. Wir haben eine gute Beziehung. So, kann ich hierbei etwas helfen? Der Winter steht vor der Tür und wir haben keine Lebensmittel eingelagert. Der letzte Sturm hat unseren Anbau komplett zerstört. Kannst du uns bitte etwas Getreide bringen, damit wir den Winter überleben können? Boah, ich versuche irgendwo Getreide zu kaufen. Ich brauche die Points. Aber der Winter ist ja... Das wird jetzt fehlschlagen, oder? Ich weiß nicht. Ab und zu sind die Quests ganz, ganz doof getimed. So, ich hau mich jetzt nochmal hin. Und dann sehen wir uns wieder eventuell beim nächsten Mal. Warte mal, hier war doch auch einer, der unbedingt arbeiten wollte. Nee, der ist es nicht. Irgendeiner war hier. Edwin? Irgendwie nicht. Er stellt sich halt in die Flammen rein und verbrennt. Ich weiß nicht, ob ich so jemanden überhaupt beschäftigen möchte. Genauso wie diesen Jungen hier drüben. Guck mal, ich bin voll tough. Ja, das bist du. Das bist du, Kleiner. Also wer sowas kann... Ich meine, feuerfesten Angestellten hat Vorteile. Brandschutz war ja noch nicht wirklich interessant im Mittelalter. So, jetzt flitzen wir hier nochmal ins Bett. Hat jemand meine Frau gesehen? Weiß irgendjemand, wo meine Frau schläft? Weib? Okay, wir können gleich pennen. Und dann müsste eigentlich Winter sein. Bumm.
plötzlich Winter. Oh, da ist sie. Ja, Mist, zerstörte Ernte. Wie läuft's denn so? Was? Willst du mich verarschen? Ich hasse diese Kälte. Kannst du jetzt noch für mich arbeiten? Arbeit zuweisen. Keine Ahnung. Kann ich nochmal mit dir reden? Nee. Meine eigene Frau. Na gut, Leute. Wir sehen uns eventuell wieder in der UF. Schön. Und das Feld ist komplett tot. In der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da. Ihr wisst ja, ein bisschen Unterstützung ist immer gut. Dankeschön, auf Wiedersehen und tschüss!